Herzlich willkommen, zweite Folge noch durch Marsch. Ich glaube, mit Fräsen, das reicht erstmal. Das machen wir ja weiter. Starten wir mal erstmal die beiden Fahrzeuge mit Mähen. Werden wir noch kurz den LKW auch noch rechts ranfahren. Und dann werden wir das immer schön mähen. Auf Schwatt im Verband. Ich überlege, ob wir innen drinnen anfangen oder ob wir das könnte stören. Wir zurückfahren. Das ist ein bisschen eng. Könnte sein, dass er sich beschwert. So. 13 nicht, das ist nicht so weit. Ach, da oben. Der erste steht parat. Da wäre man ganz kurz Modus, Feldmodus, Kursgenerierung, zwei Fahrzeuge, das stimmt nicht, das sind rund 10 Meter. Nehmen wir 59. Die müssen wir noch einstellen auf Schwatt, müssen wir auch einstellen. 59. Wir machen zwei Vorgewände. Das sind dann 4, wenn wir den Uhrzeigersinn. Dürfte so passen. Ja, fällt nur noch anwählen. Ganz gut aus. Da bist du links, nicht rechts. Deaktiviert, das passt. Verband aktiviert. Das brauchen wir nicht mit Autodrive. Eben mal schauen. Die müssen mal schauen, wie er eingestellt ist. Das heißt, wir müssen das mal wegmachen. Arbeitsmodus. Ach, streng, links Z. Müssen wir mal ganz kurz einschalten. So, hinten noch aktivieren, mal hinten runter gehen. Ach, Schwarz links, um Schild zu haben. Schwarz links, das wollen wir nicht haben, wir wollen Schwarz Mitte haben. Schwarz rechts, Reitablage. Müsste Mitte sein. Jetzt starten wir den zweiten auch noch gleich. Da werden wir den Kurs kopieren. Wir werden aussuchen, 15 Meter, das passt. Feldmodus, dann bist du rechts, passt. Verband müssen wir aktivieren. Das gleiche ist hier auch. Hebel senken und ausklappen. Nach hinten einstellen. Gleich X. Breitablage wollen wir nicht haben. Wir wollen. Sollte mittig sein. Mittig. Normalerweise ist es besser, man fängt in der Mitte an. Das ist besser für Ballenpressen. Das heißt, wir müssen nochmal ändern. So, müsste eigentlich passen mit der Ablage.
Ja, das passt. Ändern wir mal Kurs. Play. Das heißt wieder löschen. Und neu generieren. Beginnen auf Feld rein. Weich, passt. Hoch runter, passt auch. 9,50 Meter, passt. 9 Meter stimmt nicht. Machen wir mal neu. Ist im Grunde gleich normalerweise, nur dass es entsprechend in der Mitte beginnt. Und zwar ersten Wegpunkt. Dürfte an sich noch alles passen. Dann werden wir gleich den nächsten auch noch mal löschen. So. Löschen machen wir es hier. Dann kopieren wieder. Rechts. Ersten Wegpunkt. Das müsste eigentlich passen. So, Outdrive können wir deaktivieren, das ist ein bisschen irritiert. So, gucken. Das ist wichtig, das links, ah, links ist gut. Verband aktiviert, 59. Noch soll man kein Mist jetzt, wo ich nicht sehe. Ersten Wegpunkt. Mal ganz kurz überwachen, was er macht. Tut der Anime schon. Ist in dem Sinne nicht so gut sich. Weil das ist ja nun. Gut, das passiert, das ist nicht anders, aber ansonsten soll er ja da anfangen, wo er ganz vorne mit dem Feld rein, also innen drinne, in der Mitte, weil das macht sich dann beim Ballenpressen besser. Denn beim Wenden würde er entsprechend immer da fahren, wo noch keine Ballen sind. Wenn er am Rand anfängt mit Mähen und dann die Ballenpressen auch da anfangen würde, dann würde das heißen, am Ende müsste immer da lang fahren, wo die Ballen schon liegen, und das ist immer ungünstig. Dass der andere nur schon mäht, das ist auch mein Fehler gewesen, das habe ich vorher eingestellt, dass er mähen soll. Jetzt ist es natürlich schon gemäht. Wenn ich Glück habe, ist da auch eine entsprechende Bahn, und man ansonsten mal einen Schrauber nehmen und manuell einsammeln zur Not. Sonst wird der andere hier auch mit Mähen begonnen. So wie jetzt das zweite Prinzip anfängt. Er macht ganz schön breit, aber gut, das war eingestellt. Dann können wir uns die Ballenpressen schnappen. Das heißt, wir müssen immer hier einen Traktor suchen. Da können wir den schon mal nehmen. Den anderen wollen wir noch nicht nehmen. Den anderen können wir auch nehmen. So, wenn wir Normalbereifung nehmen. Oh, das ist ja ein Laternenfall. Da ist ja unser Lichtmast. Aber wir können gleich die Ballpresse mitnehmen. Obwohl, wir können auch lieber die anderen Fahrzeuge nehmen und düngen. Oder? Ach, wir nehmen den hier. Weil, wenn wir düngen müssen, auch unsere Felder, ist ganz gut, wenn die noch
frei sind. Aber ich sehe nichts. So, jetzt geht man ganz kurz zur Werkstatt und umbauen im Traktor. Normalbereifung, meinetwegen Breitbereifung, das ist auch egal. Und dann ist der erste Fahrzeug zum Breitreifen. Nee. Das erste schon mal bereit zum Arbeiten. Ja. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, einen verkehrten Taste gedrückt und schon sind wir unterwegs, ne? Den können wir auch nehmen. Dann können wir den Fenster stehen lassen. Gut. Den schicken wir jetzt hin. Wir fahren mal in eine Position, wo er losfahren kann. Und irgendwann werde ich das noch in Reihe kriegen und entsprechend. Eine Silo ist weg. Hat er nicht Silo? Ne, ich glaube nicht. So, wo schicken wir hin? Fahrt 36. Und kannst loslegen. Jetzt holen wir den Traktor vorne kühlen. Ups, den Fahrer wollte ich auch noch verkaufen. Steht ungünstig. Ein bisschen Gas geben hier. Keine Zeit. Ach, mu. Das Futter geben gleich. Bietet sich an. Alter, der geht nicht. Ah, sehr gut. Hat er sich verabschiedet? Ungünstig. So, und hier hatten wir noch einen zweiten gehabt. Mit Futter schon drin? Na ja, gut. Deswegen hatte ich ja einen gehabt für die Schweine. Okay. Ist nicht so tragisch. Ja, wenn das man das die eine Woche zurücklegt, dann meistens schon vergessen, eine Woche. Vor allem die Sachen, die man sich kurzfristig einfallen lässt. Geht auch nicht mehr. Ach Gott, ja, auch ein Autodreif. Klar, wenn du die Mitte tust, das Zahn, also Mausrad drückst, dann hast du eine Funktion mit der Maus für die Autodreifungsfunktion. So, der Traktor ist bei 9%, das geht noch. Soll er passieren? Jetzt schicken wir den mal auch hin. Beziehungsweise fahren ihn selbst. Ein bisschen dichter rangehen. So. Dann können wir gleich den Kurs auch kopieren. Und dann können die anfangen. Das Einzige, was gefährlich sein könnte, wenn die anderen beiden Fahrzeuge dann die Nachgewinde arbeiten, was eigentlich auch Vorgewinde heißen könnte. In dem Falle ist es egal. Dass die dann sich gegenseitig im Weg sind. Das könnte passieren. Aber die Ballen liegen nicht im Weg, das ist immer entscheidend.
Jetzt kann man auch theoretisch die Glas nehmen zum Ballenpressen. Aber ich hatte vorher die Kuhn gehabt, jetzt behalten wir die Kuhn einmal. Ich glaube, vier Ballenpressen werden wir nicht haben. Es sei denn, wir haben so eine große Wiese, dass man sagen könnte, oh, es dauert zu lange. Dass man dann sagen würde, okay, mit vier kommen wir auch gut klar. Beziehungsweise wir machen zwei Wiesen zur gleichen Zeit. Oder auch vier, bei den kleineren. Abwarten, ne? Können wir gleich Kurs kopieren. Einer ist rechts, einer links. Wir beginnen mit links zuerst. Bahnversatz machen wir nicht. Aber erst kopieren wir mal. Das sind die beiden Kurse. Kopieren. Verband aktivieren. Da hält man gleich am besten, aber die fahren eh langsamer. Von daher ist es egal. So, einer ist rechts, ist links. Und dann starten wir hier mal gleich. Erster Punkt. Natürlich kann ich mal einen Haufen fahren, ne? Das gleiche hier auch. Kurs kopieren. Hier gibt es hier viele Kurse. Feldmodus. Der ist rechts, passt. Ersten Wegpunkt. Einstellen. 21 bis zum Punkt, wo wir lassen. Nach Ballpressen wäre jetzt ungünstig. Der wird ja gleich. Der würde ja gleich. In Anführungszeichen den gleichen aufnehmen und das wäre schlecht. Weil. Da würden noch Ballen hier liegen bleiben und das wäre ganz ungünstig. Also wenn Ballen liegen bleiben. Spätestens die anderen beiden, wenn sie mähen. Das wären viele Ballen, denke ich mal. Ja, die sind genau, genau quer. Aber gut. In dem Fall werde ich wahrscheinlich mit der Hand also nacharbeiten müssen. Aber das macht auch nichts. Das ist ja nur wenig. Irgendwann zum Schluss machen wir das. Bahn, die rechte passt. Und da arbeitet fleißig. Die Fahrzeuge sollen genug PS haben, dann nimmt alles mit das gut. Damit sie auch mit voller Geschwindigkeit arbeiten können. Und sonst ist das Problem, dass sie zu langsam sind. Ne? Wir werden den Kurs mal jetzt speichern. Falls wir das nicht alle schaffen sollten heute und morgen, also in der Folge, dass wir da irgendwas haben zum Fortsetzen. Also das Feld Nummer 36. Das speichern wir ab. Ja. Schauen wir mal lieber klein. Ich lasse deswegen keine Lücken, weil der Platz muss ausreichen. 2,
Aktoren. Oh, das gibt mir. Ich muss doch freilassen. Risiko. Doch mal groß schreiben. Wand. Und fällt. 36, das gibt's doch nicht mehr rein. Das ist schlecht, das ist gut. Ruhig halt. 5. 5. Fällt. 36, das ist mir ein Platzmangel. Speichern. So, liebe Zuschauer, das soll's für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Fragen, Anregungen, immer stellen, kommentieren. Ich versuche das immer zeitnah zu beantworten. Ja, seid mal Tschüss und Winke. Was sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.